Gut, das wird eine Runde erforscht. In einer Runde werden wir zwei neue Systeme erforscht haben. Und endlich nähern sich auch mal zwei unserer Kolonisten-Raumschiffe ihrem Ziel wieder. Zwei sind noch weit weg. Und dann werde ich mal, denke ich, brauche ich nicht nur mehr Kriegsschiffe, sondern auch mehr Kolonisten-Raumschiffe. Dann ist es wahrscheinlich gut, dass ich bald hier auch leichte Schiffe bauen kann. Dann können wir uns das hier aufteilen zwischen den beiden Planeten. Und das bedeutet, dass wir gleichzeitig mehr Militär haben und mehr Gelegenheit, Kolonisten-Raumschiffe zu bauen. Aber das liegt jetzt eigentlich noch in der Zukunft. Ah ja, genau. Unser erster Raumhafen ist da. Das hatte ich fast übersehen. Ne, Quatsch. Quatsch, das war das Forschungssymbol. Oh ja. Das erzähle ich auch für einen Mist. Das ist eine neue Industrie, ist überall gebaut worden. Und wir haben den Zyklus 70,5. Und wir haben unseren ersten interstellaren Krieg angefangen. Ah ja, wir können leider noch hier Truppen. Ah ja, Truppen haben wir jede Menge. Infanterie, die ist inzwischen sogar erfahren. Nicht bloß, wir kriegen nämlich Qualität immer erst Rekruten am Anfang. Je länger die rumhocken, ohne benutzt zu werden, desto mehr wandern sie nach oben, bis sie trainieren und schließlich erfahren sind. Die höheren Stufen, Veteranen, Garde und Elite, die gibt's nur, wenn die Einheiten tatsächlich kämpfen. Aber zumindest bis erfahren kann man so hochprügeln, wenn man sie nicht gleich in den Kampf schickt. Die meisten Rekruten überleben das eh nicht. Und vor allem, wenn man eine recht gute Kampffähigkeit hat, wie die Meckler sie ja haben. Das ist ganz nützlich, wenn man sie ein paar Runden hocken lässt, damit sie ein bisschen wenigstens trainiert sind. Das ist quasi der Standard. Erfahren ist so ein Bonus. Wie man sieht, hier haben sie eine bessere Initiative und treffen besser. Angriffsstärke ist leicht, Ausweichen ist leicht, ein bisschen mehr. Und hier sieht man auch die Vorlieben. Gravitation, Niedrigschwerkraft, Schlachtfeld, Untergrund, ebener Grund. Das heißt, die kämpfen tatsächlich besser auf flachen Gebieten mit niedriger Schwerkraft. Untergrund heißt natürlich, dass sie sich auch in höhlenartigen Gebieten, wo viel Höhlen und sowas sind, besser kämpfen. Und wir sehen mal bald hier die Metashifter. Die sehen aus wie wir. Weil die sind Untervölker, haben meistens keine eigenen Bilder. In einigen Fällen, wie die Dalok, kriegen sie einfach eine Kopie. Die Dalok vor allem, weil sie ja Gestaltwandler sind. Hier sieht man, die sind ganz anders. Im Vergleich zu unseren. Ah ja, jetzt sehe ich das hier natürlich nicht. Wir müssen das mal so machen. Hier ist leider alles blockiert, weil wir so viele Einheiten haben, dass wir die Metashifter hier gar nicht mehr sehen, unsere Dalok-Leute. Aber wir können hier Gott sei Dank hier hin und her gucken. Hier, hohe Initiative. Ne, Initiative hier. Drei Angriffe, Ausweichen und so weiter. Jetzt gucken wir uns bei den Daloks an. Genau, höhere Angriffsstärke, aber einen Angriff weniger. Höhere Initiative und Treffer ist niedriger. Dafür haben sie keine Probleme mit Hochschwerkraft. Ziehen es aber auch eher vor, auf flachem Grund zu kämpfen. Dann mal schauen. Bald werden wir unsere Pilzköpfe ja auch ein paar Infanterieeinheiten aufgestellt haben. Und zumindest wenn ich ihnen den Befehl dazu gebe. Dann sehen wir uns mal andere Völker an. Ah ja, das war's jetzt aber eigentlich. Jetzt geht's nur weiter. Ja, ja, irgendwo wird bereits gekämpft. Und weiter geht's. Zuerst das Wichtigste. Bauen. Ah ja, das ist schnell weg hier. Das Einzige, was da noch hilft, ist ein weiteres Kolonistenraumschiff reinhocken. Und dann bauen wir gleich weiter mit einem Kreuzer. Hier geht es schon ein bisschen schneller voraus. Aber es dauert noch. Haben wir hier nichts vergessen? Nein, ist noch nichts da, was nicht gebaut werden müsste. Sie hängen noch alle hinterher jetzt. Ist vielleicht besser, wenn ich jetzt... Ohoho, die Unruhe steigt hier aber schon langsam. Dann sorge ich mal besser dafür. Ne, hier ist eigentlich fast alles fertig gebaut, bis auf diese Industriezone. Da ist es wirklich besser, wenn ich das hier mal zurückhaue. Bis auf, sagen wir mal, 5%. Schauen wir mal.
8 Runden, eine Runde. Gerade eine Runde mehr. Das ist also nicht schlimm. Wir können dafür die Forschung ein bisschen höher hauen. Und vor allem das hier höher hauen. Das hat eigentlich nicht viel. So, jetzt ist das schon mal ein bisschen schneller. Und alles andere wird ja noch weiter angehoben. So. Sobald das alles fertig gebaut ist, kann ich da noch ein paar Prozentpunkte rausquetschen. Und ich nehme das erstmal vorsorglich aus der KI-Verwaltung aus, damit meine Einstellungen hier geändert werden. Damit haben wir schon drei Planeten. Und da hier sieht man, das ist ein Planet, der haut schon gleich rein. Auf Mordan 6, 620 AE. Ja, man muss auch immer drauf gucken, wie viel Steuern hier man kriegt. Dann sieht man ein bisschen, was das Potenzial so einer Welt ist. Selbst wenn man nicht auf die Bevölkerung achtet. Hier sieht man wegen der hohen Grundbevölkerung, dass man hier wahrscheinlich schnell was rausholen kann. Aber erst gucken wir mal hier, was hier los ist. Ist eigentlich auch alles in Ordnung. Damit haben wir schon mal drei Planeten. 1, 2, 3, 4 Planeten, die selbst verwaltet werden und die anderen sind der KI überlassen. Also quasi 6 von 10 Planeten werden KI kontrolliert, 4 machen wir selbst. Technologisch sind wir jetzt offiziell gleich mit den anderen. Die Menschen scheinen ein bisschen voraus zu sein, aber in Wirklichkeit ist unsere Technologiestufe 13. Und in vielen Fällen, 91%, 96%, sind wir eigentlich schon in Wirklichkeit 14. Jägerfusionsbomben dauert immer noch. Gucken wir uns mal diese neuen Systeme kurz an. So, du fliegst dahin. Nur ein Planet, der ist nicht besonders nützlich. Na, jetzt macht die Karte mal wieder nicht mit. Versuchen wir es jetzt nochmal. Cool, ja. Ah, dann muss ich wohl selbst nachgucken. Ah ja, es wurde markiert, aber die Kamera ist nicht hingesprungen. Das ist alles rot. Rot wie Blut. Können wir nicht viel mit anfangen. Aber wir können dich, kleinen Fratz, hier hinschicken. Das dauert eine Weile. Aber langsam stopfen wir alle Lücken hier. Sieht auch nicht so aus, es gäbe hier noch irgendein System in der Ecke. Können wir eigentlich nicht mehr machen, außer bauen. In einer Runde haben wir das Ding da fertig, dann das, dann das. Ja, genau. Was ist hier los? Ja, das haben die angenommen. Ja, wir verdienen mehr Geld. Jetzt müssen wir denen nicht mehr zuhören. Und unsere Beziehung ist natürlich immer noch eher kalt und schlecht und i und bäh. Und die mögen uns immer weniger. Die sind im totalen Krieg mit uns. Was natürlich witzig ist, da wir unsere Finanzen jetzt noch bei Frieden durch Stärke haben. Wenn es ernst wird, können wir auf begrenzter Krieg gehen. Aber da so wir nur 6 Welten haben, die KI gesteuert sind, und 6 davon, und diese 6 sind nicht mal besonders stark entwickelt, hat das eigentlich keinen Einfluss auf uns. Wir kontrollieren ja alles über unsere 4 Welten am Anfang. Zurzeit direkt. Da kann hier eigentlich stehen, egal was, es hat eh keinen Einfluss. Das Einzige, was wir vielleicht noch machen können, ist, weil hier die Unruhe allmählich in die Höhe steigt, mal nachgucken, was die Demografie sagt. Ah ja, Piraten. Das ist wahrscheinlich das. Da können wir direkt was gegen machen. Das, und wir können Bodenstreitkräfte hier reinsetzen. Und ihren Namen geben sie sowas wie First Pions Militia. Ah, na toll, ist nicht genügend Platz. Dann machen wir das First Pions Division. Ah, und dann wird der Name automatisch geändert. Das hat noch keinen großen Einfluss. Höhere Qualität bedeutet manchmal mehr Kampfeinheiten. Aber es reicht erstmal jetzt. Wir wollen ja nichts verteidigen hier, sondern einfach nur einen kleinen Einfluss ausüben auf die Stimmung der Leute. Und das ändert sich sowieso, sobald die ersten Kampfschiffe hier gebaut werden, die das System verteidigen. Das ist aber noch eine Weile hin. Jetzt können wir hier eigentlich nichts mehr machen.
Und jetzt fangen wir schon mal an, ein bisschen länger zu warten. Oh, wir haben miniaturisierte Ionentriebwerke gefunden bei der Erkundung eines neuen Systems. Das ist gut, damit haben wir quasi zwei Level übersprungen hier. Das ist sehr gut. Hier sehen wir auch schon bald, dass wir stärkere Schutzschilde kriegen. Nach ein paar Levels noch. Und Katalysatorentwicklung, das ist gut, da sind wir jetzt nah dran. Level 13, 94%, dann sind wir bald hier. Da kriegen wir nur eine weitere Verkleinerung für unsere Laser. Aber ab Level 50 können wir zuschlagen. Das ist wie gesagt am wichtigsten. 33% weniger Mineralienverbrauch pro Bau. Zusammen mit automatisierten Fabriken werden wir dann langsam unschlagbar. Aber es ist leider noch eine Weile hin. Kolonistenschiffe sind überall hingeklotzt. Und hier haben wir ein leichtes Schiff gebaut. Und ein schweres unterwegs. So, Kreuzer, 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 Kreuzer. Dann haben wir nämlich einen kleinen Vorrat von denen, wenn wir dann plötzlich Träger bauen müssen. Das ist auch gut. Wir haben unsere erste Fregatte fertig hier. Und dann befehle ich dir jetzt meine Raketenbasis zu bauen. Gut. Und eine neue Kolonie. Ach ja, Maximalbeförderung minus 1. Terraformungskosten plus 50, aber Bergbau ein bisschen höher. Riesige Folara. Florale Lebensform reduziert. Agrar, Industrie und Bergbau, aber Touristenattraktion. Ah ja, ein bisschen Erholung ist ja nicht schlimm. Weil halt, warte nochmal, Bergbau wird um 10% reduziert. Nee, hier lohnt sich das eigentlich mehr. Bergbau, Bergbau, Bergbau. Ah, ja, aber es sind ja ohnehin so viele Agrarzonen gerade geplant. Hier und da kann ich das so lassen. Aber ich brauche noch ein bisschen Industrie. Und bald, bald muss ich nicht mal diesen Eiertanz aufführen mit Bergbau mit Industrie gegeneinander abzugleichen. Dann kann ich dann zuschlagen. Aber jetzt müsste ich erstmal hier für eine Verteidigung sorgen. Wie der Planet sich wehren kann, wenn plötzlich Feinde auftauchen. Jetzt brauchen wir nur noch Zeit. Bald kriegen wir unseren schweren Kreuzer. Ja, das ist inzwischen sicher geworden. Und Uranstahl, das ist besser als Titanstahl. Ist jetzt alles in Ordnung. Die miniaturisierten Ionentriebwerke werden bei unseren Trägern in ein paar Runden richtig reinhauen. Ja, Nahrungsmittelproduktion ist hochgegangen. Ah, hier ist es noch nicht so toll. Naja. Mal weiter. Runde 50. Ein weiteres Kolonistenraumschiff ist raus. Mal sehen, das ist jetzt noch nicht so wichtig. Aber es wäre vielleicht besser, wenn wir mal einen Transporter zwischendurch reinschieben. Und ohnehin ruckzuck fertig gebaut. Ah, haufenweise Industrie wird überall gebaut. Und wir haben anscheinend einen Spion gefangen. Und der wurde getötet. Naja. Ach ja, Mensch. Und unsere neue Kolonie ist da. Wo ist Kite 6? Ja, hau mich die Scheiße doch weg. Du schlingst das dahin, wo es am schlimmsten ist. Typisch. Jetzt machen wir was mal anders. Inak. Hier hatten wir ein paar grüne Welten. Und hier können wir auch ein bisschen Agrarindustrie hinklotzen. Darum lösche ich diesen Befehl mal und schicke das Schiff stattdessen hier hin. Ach, komm her. Und schick dich hier hin. So. Jetzt bist du nach Inak unterwegs. Und die Planeten dort sind zwar klein, aber fein. Na, das ist los. Jetzt sind wir hier auf Stufe 14. Jetzt haben wir es fast geschafft. Das war eigentlich alles hier. Hier ist nicht viel los, außer wir können hier nochmal versuchen. Hier, bitte überlegt euch das. Und wir können die Sanktionen zu einem Embargo erweitern. Das bringt eh nicht viel. Finanzen, ne? Was sagt unser Hauptbuch? Ja, ja, nicht viel Handel hier. Trotz unserer Handelsverträge. Die bringen halt, wie gesagt, nur tatsächlich was, wenn man viel gemeinsame Grenzen hat und nicht so dieses Durcheinander, was wir hier zurzeit haben. Wir brauchen auch Zeit, um die Raumhafen, die wir gerade erforscht haben, überall zu bauen, damit auch ein bisschen losgelegen kann hier mit Handel und so. Aber das ist noch alles in der Zukunft. Ich achte mal drauf, dass meine KI-Planeten
Mindestmaß an Wirtschaftsentwicklung haben, damit irgendwas gebaut wird. Gut, sehr gut. Hier sind eigentlich alle Zonen jetzt gebaut. Ne, die ist noch in Planung. Ja, das ist auch wichtig zu denken. Zuerst sind die nur geplant, sobald genügend Bevölkerung da ist, werden sie gebaut. Und dann braucht man für gewöhnlich noch mehr Bevölkerung, damit die auch tatsächlich in Betrieb genommen werden. Weil ist klar, es nützt es, eine Fabrik zu planen, wenn niemand da ist, der da drin arbeiten kann. Oder niemand da ist, der die Fabrik überhaupt bauen kann. Sobald wir das erstmal alles ausnutzen können, dann wird das hier alles gewaltig in die Höhe schießen. Denn dass das bei uns so hoch ist, trotz der relativ geringen Industrie, die wir bei uns haben, liegt eher daran, dass hier die höchste Bevölkerung ist, noch auf unserer Heimatwelt. Aber langsam kommt sie in die Gänge. Wir haben ja inzwischen 12 Planeten schon mal. Und sie haben damit die anderen beiden überholt. Auch wenn die in Sachen Technik jetzt hier auch schon dramatisch besser sind. Obwohl wir, wie gesagt, in unseren wichtigen Punkten überall bei 14 sind. Und damit halten wir noch Stand. Tja. 75, Zyklus 75, Runde 50 ist damit praktisch zu Ende. Unsere Kampfflotte ist auf dem Ölgebiet da hinten hin, kommt in 8 Runden an. Und unsere Reserve füllen sich auch schon wieder mit Schiffen für den Notfall. Und in 3 Runden können wir Träger bauen. Das seht ihr dann beim nächsten Mal, weil ich höre jetzt mal auf, euch zu langweilen. Ich klicke noch eine Runde vorwärts. Und dann verabschiede ich mich. Und beim nächsten Mal sehen wir uns weiter in Runde 51. Aber was ist das, Freya? Ah ja. Mäckler. Sehen alle gleich aus. Ah ja. Egal. Das war's also. Hoffen wir mal, dass beim nächsten Mal ein paar Kämpfe mehr stattfinden wieder. Ich klinge mich jetzt hier aus. Auf Wiedersehen, Leute.